Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal Stando Gaming und heute spielen wir mal wieder, wie ihr sehen könnt, eine Runde Euro Truck Simulator 2. Und heute fahren wir von Hannover nach Kassel, um Bremsbeläge dahin zu transportieren. Ich würde sagen, ich starte hier den Auftrag und dann sehen wir uns, ja, wenn's los geht. Da sind wir drin. In der gute LKW hier. Wir starten hier mal direkt den Motor. Gang tun wir hier auch reinlegen. So. Und wir fahren los. Ah. Wir fahren heute Mercedes, wie man hier sieht. Ist eigentlich wieder so ein langer LKW? Nö. Ich dachte schon. Lange LKWs sind immer kacke, um in die Kurven zu lenken. Wir müssen hier nach links. So. Leute, es kann natürlich wieder ein bisschen rumlegen, weil ja, irgendwas ist halt immer. Aber muss man durch. Aua. Das Ding sollte auch mal hochgehen und nicht einfach nur unten bleiben, Alter. Ich fahre da schon 10 Kilometer, 10 Zentimeter an dran und er geht nicht hoch. Egal, wir beschweren sich. Wir müssen heute 181 Kilometer fahren. Beziehungsweise jetzt noch 180. Ihr wisst, was ich meine. Und ihr wisst auch, was ich bei roter Ampel mache. Einfach drüber fahren. Und das mache ich auch tatsächlich hier. So. Wir fahren nach links. Ja, dass das hier wieder so rumleckt, ist natürlich wieder nicht zu golden, aber ich lasse mich davon nicht stören. Sollte ich zwar, weil ihr dann auch ein Leck-Video habt. Aber ja, das Spiel ist halt geil und ich will es auch weiterspielen. Und ich habe die Grafik und sowas schon alles runtergemacht, obwohl ich es eigentlich oben lassen könnte. Aber irgendwie passiert da immer noch nichts. Also die Grafik ist noch genauso wie sonst. Jetzt noch hier links. Fahren wir mal rüber, so. Nicht ins Auto reinfahren, das wäre nett. Oh, jetzt ist hier eine rote Ampel. Ist das ein russisches Ding? Erstmal anhupen hier. Die Russen. Nee, ich habe nichts gegen Russen. Alles gut. So, weiter geht's. Ach so, ich habe jetzt schon wieder vergessen, wo wir hinfahren müssen. Scheiße. Warte, von Hannover nach wohin? Na, egal, ich hab's vergessen. So, könnt ihr jetzt mal bitte schneller fahren? Ich will hier nicht die ganze Zeit hinter so einen scheiß LKW fahren. Sorry. So. Wir fahren jetzt einfach auf diese Spur. Die blöden LKWs da zu lahm sind. So. Jetzt bin ich wieder richtig. Zack. Kommt jetzt hier gleich Kreisverkehr? Nö. Doch, tatsächlich. Ist so eine Art Kreisverkehr. Du bleibst stehen. Hallo. Ich will hier rechts rein. Danke. So, 80 km/h dürfen wir hier fahren. Ja, weiß ja nicht, ob das so schnell ist. Ich hoffe mal, dass wir schnell ankommen werden. Wow, hier ist ein See. Hier ist sogar zwei. Also ist, glaube ich, ein See, weil es unter der Brücke dann so weitergeht. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. So. Da ist die Ampel, die rot ist. Ja, Hannover war ich auch noch nicht. Ne? Sollte ich auch mal hin. Mal sehen. Viele Städte war ich noch nicht. Das Einzige, wo ich tatsächlich immer mal war oder öfters bin, ist Leipzig. Ah, wenn die Gamescom ist, die ist ja am 25. Also vom 21. bis 25.8. Und am letzten Tag bin ich auch dort. Also, ja, am 25.8. bin ich auch bei der Gamescom. Die ist ja in Köln. Und in Köln war ich auch noch nie. Vielleicht, wo ich klein war.
Aber da habe ich ja nichts mitbekommen, so richtig. Und da bin ich dann auch mal in einer Stadt namens Köln. Köln ist ja auch recht groß, ja, wenn man es mal so sieht. Kannst du bitte nicht mich überholen, damit ich hier links reinbiegen kann? Danke. Wie die Ausfahrt nämlich nicht da rechts nehmen. So. Interessant, dass das Ding auch 12 Gänge hat. Eigentlich wollte ich mir ja auch diese Gangschaltung von Logitech holen, weil ich habe ja das Lenkrad jetzt schon. Wollte ich auch noch die Gangschaltung holen. Habe ich mich erstmal gegen entschieden. Ich wollte eigentlich die Gangschaltung auch mit direkt kaufen, wenn ich jetzt das Lenkrad kaufe. Habe ich mich aber auch gegen entschieden. Ich mir das Lenkrad jetzt einfach erstmal ohne praktisch die Gangschaltung hole, aber die will ich mir auch noch holen. Weil mit Gangschaltung schalten und sowas ist natürlich noch geiler und realistischer, ne? Als jetzt nur mit dem Lenkrad. Aber das will ich irgendwann auch noch mal machen. Junge, du kannst mich jetzt auch überholen, du in deinem blauen BMW da. Junge, ich fahre dir nicht schon in deine hässliche Karre rein. Soll, glaube ich, ein BMW sein, oder ein VW. Könnte auch ein VW sein. Oder halt in den VW. Das sieht aus wie so ein Opel, der ja gerade lang gefahren ist. Ah, anscheinend hat Euro Truck Simulator keine Lizenzen für die Autos geholt, wie man sieht, weil die haben alle kein Markendingens. Das ist doch ein amerikanisches Auto hier, was? Das ist ein. Ah, es könnte auch eine alte Mercedes. Könnte ein alter Mercedes sein. So, da kommt ein Bus. Ich wollte mir eigentlich auch Flixbus Simulator holen, aber habe mich auch erstmal gegen entschieden. Also erstmal hole ich keine neuen Spiele tatsächlich. Ich habe ja jetzt letzte Woche Slither.io gespielt und noch PC Tycoon 2. Und ich muss wirklich sagen, PC Tycoon 2 macht also es macht übelst viel Spaß. Da kommen definitiv Videos noch. Leute, da könnt ihr euch auch wieder auf eine Serie freuen. Ich werde das Spiel so lange spielen, bis ich der Beste in diesem Spiel bin. Also da kommen auf jeden Fall auch Videos, weil das ist wirklich ein geiles Spiel. Und Slither.io, ja, ist auch gut. Also da kommen auf jeden Fall auch, denke ich, noch Videos von. Ich habe ja jetzt erstmal eine neue Folge da rausgebracht. Also ist auch ein geiles Spiel, würde ich auch wieder spielen. So. Okay. Warum ist jetzt hier eine Tankstelle? Muss ich tanken? Ja, ich fahre einfach durch, ne, würde ich sagen. Tanken ist überbewertet. Warum komme ich hier nicht hoch, Junge? Ich habe einen, was weiß ich, 500 PS LKW und komme hier nicht hoch. So. Okay. 114 Kilometer noch. Im Prinzip fahre ich jetzt schneller, ne? Aber Toleranz, also 8 minus 3, ja, sind 5. Passt doch. 85 km/h bin ich zu schnell. 5 km/h bin ich zu schnell, meine Güte. 85 km/h bin ich zu schnell, dann würde ich jetzt nicht. Nicht 90 fahren, sondern mehr als 90. So. Ich weiß auch ganz, ganz früher die Folgen, ne? Von Euro Truck Simulator 2, wo ich das Spiel angefangen habe zu spielen. Boah, das ist auch schon lange her. So, 93 Kilometer. Dann sind wir in Bremen, glaube ich. Fahren wir hin. Ja, jetzt fiel mir jetzt wieder ein. Da war ich auch noch nie. Also ich war überall noch nie, wo ich mit dem LK, also wo ich hier in diesem Spiel hinfahre. Außer halt in Leipzig. Da war ich schon. Da wohnt nämlich meine Tante und meine Oma und alles. Ja. Da bin ich auch öfters. So, komm, fahr vorbei, dann überhole ich den LKW. Ja, fahr doch jetzt. Ach dann, nö, dann nicht. Dann fahre ich jetzt. Ah, da stand gerade, man darf keine LKW überholen. Was mache ich? Mache ich trotzdem. Ja, für mich ist das erlaubt. So. Ja, ich fahre wieder links, weil sonst kommt hier wieder irgendeiner und muss bremsen. Ich fahre nämlich hier gerade schön so 95 km/h und die will ich nicht direkt verlieren, deswegen. Kommt so langsam eine Stadt näher. Ich weiß nicht, wo wir sind.
weiß nur, dass wir hier gleich rechts abbiegen müssen und wir hier ganz kritisch. Ah, wir schaffen es. So, jetzt hier einmal rechts rein. So. Zack. Dann nehmen wir die Ausfahrt. 60 km/h fahren wir natürlich. So. Na gut, wir halten es schon wieder nicht ein. Ich fahre schon wieder 10 km/h zu schnell. Also wenn mein LKW umkippt, wissen wir warum. Boah, der wäre. Habt ihr gesehen, der wäre fast umgekippt. Ich hätte es mal nicht sagen sollen. So, hier kann man wieder schneller fahren, weil hier ist die Kurve nicht so. So, ich habe ein bisschen Schaden, aber das macht nichts. Wird mir zwar von Lohn abgezogen, aber egal. Ich habe doch 26.000. Ich spiele übrigens auf diesen Account, weil auf den Stando YouTube Account, da gibt es das eine oder andere, was ich gescheatet habe. Und das will ich natürlich jetzt nicht in Videos machen. Also ich habe jetzt praktisch einen komplett neuen Kanal Account gemacht hier. Den wir jetzt auch schon, also da haben wir jetzt auch schon fast 30.000 Geld. Euro meine ich. Weiß auch gar nicht, was ich damit machen soll. Also soll ich mir dann wirklich einen eigenen LKW holen, wo ich dann selber irgendwas immer holen kann. Aber mal kicken. So. 24 Kilometer noch, dann sind wir in Bremen oder wo auch immer wir hinfahren sollten. Ich habe es, glaube ich, schon wieder. Also ich glaube, das war Bremen. Müssen wir jetzt hier rechts, ja. So, eine grüne Ampel. Die Ampel ist gut. So, fast dagegen gefahren. So, 17 Kilometer noch. Ich frage mich echt, wo wir hinfahren. Ich sehe es. Kassel. Nach Kassel fahren wir. Ah, okay, also war es doch nicht Bremen. Dann ist es Kassel gewesen. Gut, da war ich auch noch nicht tatsächlich. Aber Oberhausen. Kennt ihr vielleicht? Die anderen kennen Oberhausen vielleicht. Da war ich. Ist auch so eine Stadt. Ich weiß nicht, ob man es Großstadt nennen kann. Wobei, Oberhausen ist auch schon recht groß. Ich würde sagen, ist eine, so eine Mittelstadt. Von groß und klein. So. So, Autos waren verboten, ja. Mache ich nicht. Wenn nur von rechts. So, wir sind in Kassel, let's go. So, erstmal hier schön über Rot brettern. Wir sind ja jetzt in Neu. Boah, fast in das Auto reingefahren. Ah! Nichts passiert. Alles im grünen Bereich. Oder im roten. Kommt drauf an, wie man es nimmt. Kommt was schneller, ich will hier rein. So. Wir sind an unserem Ziel angekommen. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinem Discord vorbei. Der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Haut rein, Leute. Erst dann.